Hallo und wieder willkommen zurück zu Let's. Kannst du mal ein bisschen schneller fahren? Hallo, das ist hier gerade, ne? Ja, genau. Ja, wir sind auf der Map Freifurt. Also erstmal hallo, habe ich das gerade? Ich weiß gerade überhaupt gar nicht gesagt. Keine Ahnung. Ja. Ja, wir sind auf der Map Freifurt. Diese hat aber nichts mit dem Freifurt aus dem Bus Simulator 2012 zu. Ah ja, sehr realistisch wieder. Wobei ich diese Freifurt Map eigentlich besser finde, weil die ist nicht so langweilig gestaltet wie die im Bus-Simulator. Die sieht ja eigentlich überall gleich aus. So. Jetzt hier zum Thema. Wir fahren den MAN L202, da bei der Umfrage ein illegaler Bus dabei war. Eben deswegen, und ich das dann nicht mehr so richtig gewertet habe. Wo muss ich denn jetzt überhaupt halten hier? Die Map ist. Habe ich das schon gesagt? Weiß ich überhaupt gar nicht. Die Map ist auf jeden Fall sehr gut. Ist auch sehr schön gestaltet, die ist klein, aber fein. Und jetzt muss ich mal ganz kurz hier den Fahrplan auswählen. Da gib mir mal kurz einen Moment. Linie 14 fahren wir vom. Warte mal kurz. Nee, das ist dann ein zu früh. Stadt Schloss Steinach. Ja. Steinach. So, warte, das. Ja, pass auf, das ist Linie. Linie 14 ist das. Hat überhaupt Ansagen? Dürfte ich mal fragen? Nee, hat er nicht. Naja, okay. Dann, steht da jetzt das Richtige dran oder ist das jetzt. Nee, das ist auf jeden Fall falsch. So, pass auf. Ziel 01, Ziel 02, Neustadt. Ah, dann ist es 03. Ich, raten macht Spaß. Warte mal kurz. Steinach, okay. Da haben wir es schon parat. Und losgehen tut es erst um 11 Uhr eben. Deswegen. Machen wir mal 10.58 Uhr und bereit sind wir für die Abfahrt. Ja. Okay. So, jetzt müssen wir hier links, das weiß sogar ich noch. Ja, scheiß jetzt darauf, wenn ein Auto kommt, dann, naja, mal, bei Omsi ist man ja beim Unfall immer der Schuldige, ist das Blöde, egal wie es sich wirklich dazu getragen hat. Naja, jetzt müssen wir hier links. Auf jeden Fall, die Map ist sehr geil gemacht. Muss man echt mal sagen. Viel Respekt nochmal. So, jetzt haut das hin. Ich bin es gar nicht gewohnt, den Rückspiegel hier so indirekt zu benutzen. Da bei vielen Bussen der Rückspiegel ja hier oben klebt und eben deswegen kann ich das so schlecht dann begutachten. Boah, was ist der denn ja schlecht. Der fällt mir scheiße. Was übrigens auch sehr nervig ist, wenn ein Busfahrer immer den Fuß vom Gaspedal nehmen, dann immer wieder voll reinbrennt. Das kann ich ja gleich mal demonstrieren. Warte mal, habe ich die alte Scheinbremse drin? Und ich wusste das gar nicht. Naja, so, pass auf, jetzt steigt mal. Ist das überhaupt genau? Das ist noch richtig. So, schmeißen wir mal hier die, ich würde schon sagen, Klimaanlage. Heizung an. Guten Morgen, warte mal kurz. Jetzt hier auf 1. Ja, okay, das ist okay. Okay, das ist okay. So, ist das jetzt so richtig? Ja, genau. Ist voll nervig, wenn die Busfahrer immer so fahren. So. Alle 3 Sekunden den Fuß vom Gas nehmen und dann letztendlich wieder ganz plötzlich drauf. Das liebe ich ja. Dann ruckt das auch so schön, dass die Leute sich innen nur auf die Fresse legen. Das ist ja auch so ziemlich, ne? Auf, das ist jetzt hier gerade ein notgedrungenes. Nein. Nein, Tim. Nein. Nein. Und wir fahren mit dem Winter Repaint. Mal 4 Minuten, fast 5 Minuten und wir stehen hier immer noch. Ey, das ist hier gerade, ne? Steinach. Ströerweg. Ja. Ströerweg, das war das nicht gerade? Denn es ist jetzt Rolandstraße. Nee, warte mal, ich bla. Hör mal auf, hier zu. Hier will. Das Blasen macht mich noch ganz krank. Das ist der Sound, der. Die klingt auf dem Headset irgendwie so komisch. Ich weiß nicht. Müsst ihr euch mal anhören. Hört ihr eigentlich die Let's Plays? Mit einem Headset oder einfach mit dem eingebauten Lautsprecher in eurem Computer. Das würde mich echt mal interessieren, da ich weiß ja nicht, wie es euch ergeht, aber
bei mir klingt das irgendwie, naja, ein bisschen sehr grausam. Hallo. Hier mit der Heizung. Ich mache es mal hier an. Das, naja, ist halt Stereo, ist aber eine Halbweise. So, jetzt müssen wir, ist das überhaupt Roland? Ja, okay, jetzt der Ströerweg, warte mal. Ja, pass auf, dann ist es jetzt aktuell. Die Sounds habe ich übrigens auch ein bisschen verändert. Falls sich jetzt einige wundern sollten, auf jeden Fall Hub-Sound und das ist auch ein Mod mit den Druckluftüren, den finde ich übrigens sehr geil. Das gibt's für den MAN Light, die NL202 und noch den MAN S und Mercedes-Benz U405 N2. Ich glaube aber nur für die neueste Version, die mit diesem riesen Lenkrad hier teilt, beispielsweise 71. Ach, scheiße, warte mal ganz kurz. Jetzt muss ich, Moment mal, Konzentration, ja, pass auf, lass mich doch mal hier, wenn ich das einfach mal kurz und schlicht einordnen. Ich meine, was wir hier gerade machen, das nennt sich vielleicht ausordnen, aber, das, ne? Das ist Taktik. So. Naja, sieht jetzt zwar ein bisschen bescheuert aus, das Gesamtbild, aber wir sagen einfach mal, naja, das sieht ja keiner. Und das kennt ja hier keiner, das ist ja gut. Sonst dürfte man sich hier nicht mehr blicken lassen, ne? Hm. Naja. Wie weit sind wir eigentlich? Genial, wir sind gerade mal 2 oder 3 Haltestellen weit. Konnte ich gerade nicht so indirekt zählen. Und wir haben hier fast schon die Hälfte der ganzen Folge zusammen. Das ist halt typisch Freifurt. In Freifurt muss man ein bisschen. Muss man ein bisschen Zeit mitbringen. Ich habe das Auto überhaupt gar nicht gesehen. So, aussteigen. Nee. Ich finde diese beiden Spiegel Hallo. Praktisch. Das Hallo. Ist einfach. Schön, dass es auch mal umgesetzt ist. Das gibt es ja nicht bei. Das ist bei vielen Bussen nur nicht bei eins umgesetzt. So rum. Ne, wieso nichts, ist er erstmal so erzählen, ne? Ich meine, theoretisch, das ist ja, gibt es also zwei Arten. Es gibt ja die Leute, die nichts wissen und nicht wissen, dass sie nichts wissen. Und einmal die Leute, die nichts wissen und nicht wissen, dass sie nichts wissen. Und eben deswegen ist die erste Variante eigentlich die klügere. Ja, du musst jetzt nicht schreiben, dass du mir überhaupt gar nicht folgen konntest. Ich weiß, dass das jetzt verwirrend klingt, aber, einfach mal ganz schnell vergessen. Nachher irritiert es noch irgendwelche Leute. Naja. Aber der NL202 müsste euch bekannt vorkommen. Den habe ich doch mal vorgestellt. Wann habe ich den das letzte Mal gefahren? Naja, auf jeden Fall, als ich den vorgestellt habe, hatte ich noch nicht diesen ZF-Mod drin. Und bevor noch jemand fragt. Da diese Position hier im Cockpit kommt nur durch den Mod. Das ist beim MAN Lion City auch so gewesen. Getriebe-Mod und zack, andere Sitzposition. Das passiert halt mal schnell. Heutzutage, ne? Verstehst du? So, warte mal. Will man aussteigen? Ne, natürlich nicht. Warte. So. So richtig, ja. Am Anger. Anger. So, Siedlung Rote Erde. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welches Freifurt ihr besser findet. Ich finde das hier besser, weil es einfach abwechslungsreicher ist. Nicht wie das da in, nehmen wir doch mal einen Namen. Wie im Bus-Simulator. Ich wollte es wieder sagen, wie in Freifurt, nur das passt ja überhaupt gar nicht. Wie schnell wollen wir fahren? Sagen wir mal 60. Nee, wir müssen ein bisschen aufholen. Wie spät ist es eigentlich hier? Gerade 11:05 Uhr. Ich habe gerade überhaupt keine Ahnung, wie wir so im Fahrplan sind. Warte mal, 11:05 Uhr. Am Anger ist um. Siedlung Rote Erde ist um 10 nach. Und wir hätten eigentlich schon. Boah, ich weiß ja gar nicht. Ja, das ist auf bisschen Ruhe dahin. Ich weiß gar nicht, wie wir im Dingsplan da sind. Das ist mir jetzt gerade ein Rätsel. Auf jeden Fall müssen wir jetzt mal ein bisschen weiterkommen. Damit ich mal begutachten kann, ob die Folge jetzt 10 oder 14 Minuten lang ist. Ich schneide das ja nicht. Das macht ja dann einen doppelten Aufwand für mich. Genau. Bei Minecraft Let's Play. Ich könnte das.
Nee, das ist gerade ein schlechter Versuch, den ich hier gerade vorhabe. Also ganz schnell vergessen. Im Bau ist ja zurzeit ein, lass mich nachdenken, MI9 City DD. Der sieht nicht schlecht aus, nur es dauert noch. Ich hatte da mal angefragt und das dauert noch. So wurde es mir mitgeteilt. Man muss aber gleich mal da sein. Das kann doch nicht warten. Warte mal ganz kurz. Kontrolliert. Dass ich nochmal abchecken tun. Ja, warte mal ganz kurz. Jetzt komm hier. Ach man, ne, hallo. Nicht überholen. Wir überholen jetzt ganz simpel rechts. Nee, natürlich nicht. Wir überholen gar nicht. Selbstmord-Attack, das ist ja wieder genial. Naja, persönlich fahre ich gerne, beispielsweise den MNL 202, ich will immer sagen G92, aber das passt ja gar nicht. Pass auf, der fährt mir gerade zu langsam. Ich weiß gar nicht, hier Tempolimit ist mir gerade irgendwie total egal. Warte mal. Sumpfbacke, Mann. Sumpfbacke, ich habe eine neue Beleidigung erfunden. Also genial, ne? Ich habe jetzt hier gerade eine neue Beleidigung erfunden. Gegenüber... Warte mal. Sind wir nicht gleich da? Das sieht mir gerade ganz so aus. Und einer hatte mal auf timpictures.com die Idee, dass ich jetzt nur zweimal Minecraft und zweimal OMSI mache. Die Idee von der halte ich überhaupt gar nichts. Aus dem Grunde jetzt nicht böse gemeint, sondern Minecraft ist dreimal dafür 10 Minuten, OMSI zweimal dafür 15. Und ab und zu 10, das sieht aber dann an der Map. Weil... Viermal in der Woche ist dann doch schon zu wenig. Ich möchte fünfmal in der Woche und dreimal OMSI, das schaffe ich zeitlich nicht. Das ist das Problem. Weil OMSI ist halt einfach mehr, da muss man einfach mehr vorbereiten. Punkt, Ende, Strich, Faden. Jetzt haben wir noch einen, dann ist ja aber gleich direkt Schnitzel, Jagd, das ist klassisch. So. Dankeschön. Irgendwie hops der Bus immer so gefährlich. Also nicht, mir kommt das gerade wirklich ein bisschen überdreht vor, wie der Sitz sich hier die ganze Zeit durch die Lüfte schleudert. Also ich weiß ja nicht so. Kommt mir halt irgendwie ein bisschen komisch vor. Das liegt daran, dass ich eben die ganze Zeit Schiffssimulator gespielt habe und dass da so ruhig war. Naja. Da war es zu ruhig, um wahr zu sein. Naja, ich werde jetzt auch mal versuchen, einen besseren Fahrstil hier zu benutzen, weil wenn ich laber, dann fahre ich ja wie die letzte Sau. Ne? Das ist ja normalerweise ist das ganz anders, aber wir wollen das jetzt mal nicht so direkt durchdenken. So. Aussteigen. Hallo. Ach, warte mal. Ja, hallo. So, okay. Nein! Nee, dann bleib ich noch gerne hier in der Haltestelle. So, und dann noch N rein. Und dann gucken wir mal ganz kurz auf den Fahrplan. Wir haben gerade 11 und 9 und sind an der Jugendherberge. In Jugendherberge um 11. Hatten wir gerade nicht 11? Nee, 9. Ach, Mann. Und die andere Linie fahren wir auch nochmal. Die führt aber nur von der... Von der Uniklinik bis zu diesem Punkt, wo wir gerade herkommen. Also wo die Linie begann. Ich wollte eigentlich eine lange Aufnahmesession machen, nur weil es jetzt so kurzfristig kam. Mir fällt heute ganz plötzlich ein, ach scheiße, morgen muss ein OMSI-Part online gehen. Da hatte ich wirklich nicht die Zeit, so viel noch zu löschen. Weil das wäre dann wirklich eine ganze Stunde gewesen, wegen allem drum und dran, Fahrplan getue. Mal, was ist das denn hier wieder für ein Vollidiot?
Das ist dann auch so ein bisschen typisch, wenn beispielsweise der Fahrer einen Fehler, komisch. Wenn der Fahrer einen Fehler macht, in echt würde ja der Autofahrer, zumindest, sag ich mal, 85% damit wirklich rechnen können. Nicht indirekt rechnen, aber das verhindern, dass man einfach weiterfährt. Aber hier ist das ja was ganz anderes eben, deswegen KI-Verkehr ist schon ganz in Ordnung, nur wirklich, es geht ja hier um die Busse und nicht um den Verkehr. So, Moment. So, wo sind wir denn überhaupt? Berliner Hallo. Straße, richtig. So, warte mal. Ähä. Dankeschön für die Information. Der fällt ja nur, wenn alle Türen zu sind, ne? Naja. Sonst, jetzt habe ich ja keine Klimaanlage für den Notfall. Es gibt einen Klimaanlagenmod, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Da hat nur einer ein bisschen umgescriptet. Ach man, diese Worte immer. Das ist ja. Kann das überhaupt. Ich sehe doch hier was ganz anderes als. Hä? Ah! Das ergab nämlich eben keinen Sinn, aber psst, nicht weiter sagen. So, die Folge, naja, da fahre ich noch ein kleines bisschen, weil ich bin ja nicht mal an der Hälfte. Bei der Hälfte angelangt. Ist da eine Frau drauf? Ganz schön getarnt. Oder was soll das? Soll das ein Engel darstellen? Ach, keine Ahnung. Das ist mir gerade echt ein Rätsel. Ist mir auch eigentlich egal, was das einen darstellen soll, aber naja. So. Aber noch zu dem Thema mit den Videos. Was macht das für einen Sinn, ein Minecraft-Video weniger zu machen? Nur damit dann Gleichberechtigung der Omsi und Minecraft. Minecraft. Das sehe ich überhaupt gar nicht ein. Nee, weil das ist einfach ein bisschen blöd. Jetzt, wie gesagt, ich böse mal nur einfach, es ergibt keinen Sinn. Und eine Gleichberechtigung zwischen Omsi und Minecraft zu schaffen, das sehe ich eigentlich auch nicht an. Es ist eigentlich gleichberechtigt. Omsi. Je weniger Folgen pro Woche, desto länger geht das Let's Play. Irgendwann werden die ganzen Maps ausgehen. Und nur 2 Wochen pro Woche, dann können wir wirklich noch fast ein ganzes Jahr das Spiel durchziehen. Wenn wir jetzt zwar jetzt beispielsweise jeden Tag eine Folge machen würden, dann hätten wir ja ruckzuck alles verbraucht. Das soll ja auch ein bisschen auf Zeit, ne? Das soll nicht nur jetzt 3 Wochen anhalten. So, ne, okay, 3 Wochen ist ein bisschen untertrieben, aber ich möchte wirklich keine Massenfabrikation draus machen, weil je seltener, desto mehr freuen sich doch die Leute auf die Videos und. Naja. Und wie gesagt. 3-mal Omsi, das schaffe ich nur bei 10 Minuten. Und 10 Minuten ist dann immer so ungünstig wegen den Linien. Dass ein Teil mal nur 3 Minuten lang ist, das kann dann viel öfter passieren. Das ist einfach. Das bietet Nachteile. Sobald das Video nur 8 ist, 8 Minuten lang, das gibt es dann nur Dislikes. Wo man nur hinschauen kann, ja. Und das mit dem Gehälte geht mir echt voll auf die Nerven. Da muss ich mal gucken. Ich kann nur sagen, wenn das so weitergeht, gibt es da mal irgendwie Konsequenzen. Das muss ich jetzt wirklich mal so sagen. Warte mal ganz kurz. Ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich. Genau derselbe Blick wie auf Omninsk. Ja, wir sehen uns gleich.